Es sind automatische Verteidigungsmaßnahmen voraus. Wir können sie nicht deaktivieren. Nicht? Ist ja doof. Oh, Schriftrolle. Da 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 da. Vor langer Zeit wurden die bösen archaianischen Hexerkönige, die in dunklen Städten tief unter der Erde lebten, ausgelöscht. Die freien Magier der Skylands vereinten ihre Kräfte, um die königliche Stadt Arcus in eine Kammer des ewigen Schlafs zu sperren. Von ihrem dekadenten Imperium sind nur die Maschinen übrig, die bis in alle Ewigkeit in der Finsternis arbeiten. Mhm. Okay. Was haben wir hier? Abwehrdrohne, gesteuert von Kontrolltürmen. Aha. Mal was anderes, würde ich sagen. Ach, diese riesigen Maschinen da unten. Wow. Ballern, ja. Oh mein Gott, die ballern zurück. Ja, wäre doof, wenn nicht, ne? So, der noch. Ja. Weiter geht's. Hallöchen. Das war's auch schon. Käse. Was haben wir hier? Hi. Was erzählst du uns diesmal? Die Verteidigung hat deine Anwesenheit bemerkt. Bald erwachen die Kriegsmaschinen. Du musst diese hier aktivieren und dir den Weg in die innere Kammer bahnen, bevor sie versiegelt wird und sich die Kriegsmaschinen erheben. Oha, das klingt ja nicht so toll. Aha. Ich gehe erstmal hier hoch. Ich hoffe, die Zeit bleibt noch. Um einmal zu gucken. Ja, eine Schatzkiste. Wer sagt's denn? Oh, das Ding ist eben mal explodiert. Her mit den Schätzen. Meins, 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 meins. Danke. 999, Schnapszahl. So. Und ich bin gespannt, was wir jetzt da unten machen werden. Oh ja. Spannung pur. Aha. Er ist erwacht. Durch uns. Benutze das Steuerkreuz, um mit dem Oberbau irgendwas. Yay! Drücke Kreis zum Feuern, schalte die Helikopter aus. Und damit kann ich schlagen. Ah. Drücke X, um die Plattform und die Roboter wegzuschlagen. Genau. Na? Ach je. Ach je. So. Ja, die Steuerung ist ein bisschen doof. Weil wenn man nach oben drückt, geht das Fahnenkreuz wirklich nach oben. Und eigentlich bin ich es umgekehrt gewohnt. Würdest du jetzt mal... Danke. Hallo. Na, nicht so weit. Hallo? Menschenskinder. Der steuert hier manchmal ein bisschen selber noch automatisch. So. Weiter geht's. Ah, kaputt. So, jetzt bitte treffen. Der schießt viel höher, als ich will. Ach, guck mal. Schieß doch drauf, Mensch! Und hör auf, selber zu steuern. Na, na, na. Na los, treffen, treffen, treffen! Na, ja, da mache ich euch so kaputt. Dann schlage ich euch halt. So. Muss ja irgendwie gehen, wenn der schon nicht zielen kann. Das Fliegers. Aha.
So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Kabum. Der schießt völlig daneben. Ah, hallo. Ach, hör auf, selber zu lenken. Menschenskinder. So. Euch muss... Na, euch ausschalten? Das ist echt schwierig, mit dem zu zielen. Er hat seinen eigenen Willen. Treffen, bitte. Ja. Naja. Diese Maschinen, diese Kampfmaschinen, die sind tausende von Jahren alt. Da muss man doch schon ver... Oh mein Gott. Da ist noch eine. Ob die lieb zu uns sein wird, die Maschine? Oder müssen wir gegen dich kämpfen? So fight. Hajuken! Oh, er macht sich kampfbereit. Die gegnerische Kriegsmaschine ist verwundbar, wenn sie gleich... Was? Die Texte sind immer zu schnell weg, wenn ich mich gleichzeitig hier auf das Spiel konzentriere. Ja, Kloppe oder was? Hehe. Und wir haben nur noch die Hälfte unserer Energie. Oh, oh. Was ist das denn? Was ist das? Hm. Sehen wir ja gleich. Ein bisschen schneller, bitte. Bitte, 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 bitte. Muss ich auch jetzt eingelaufen haben. Ach, der geht durch Lava oder was ist das? Ja, okay, dann verstehe ich natürlich, dass es ein bisschen länger dauert. Tut mir leid. Liebe Kampfmaschine. So, jetzt sind wir hier. Oh, da unten ist der legendäre Schatz. Aha. Das ist sie. Die ewige Magie. Wo? Da. Aha. Du findest die ewige Magiequelle in der Hauptkammer, im Zentrum unseres Tempels. Das hast du schon mal gesagt. Um die Hauptkammer zu entriegeln, müssen in drei kleineren Kammern Schalter aktiviert werden. Mhm. Für diese Kammern benötigst du eine Sicherheitszugangskarte. Du findest die Sicherheitszugangskarte auf der unteren Ebene unseres Tempels. Finde sie und bring sie zurück zur Hauptsicherheitskonsole. Aha, aha, aha. Aha. Okay. Machen wir. Machen wir. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stärker. Ach, schon wieder? Du findest die ewige Magiequelle in der Hauptkammer. Im Zentrum. Wiederhol dich nicht. Hör auf. Lass das. Wir nehmen wieder Sonic Boom. Weil wir ihn so gern haben. So. Na, 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 na. Böse... weg. Dankeschön. Ach, wie viele von denen auch immer hier auftauchen. So. Siegel entriegelt. Da sind die nächsten. So, 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 so. Du auch. Böse Kamerasicht ist böse, die sich einfach so wechselt. Vielleicht schaffen wir es auch noch, mit ihm auf Level 10 zu kommen. Das wäre ja genial. So. Du findest die ewige Magiequelle in der Hauptkammer, im Zentrum unseres Tempels. Schallplatte? Hallo? ich will hier runter. Ein Seelenstein. Die Magiequelle. Das ist sie. Die ewige Magiequelle. Also, Du musst jetzt unbedingt die Sicherheitskarte finden. Die da unten ist. Ich weiß. Ja, ja, ja! In dieser Zone sind Skylander des Magie-Elements stärker. Okay, okay, okay. Okay. Ich will jetzt nicht aber wieder wechseln. Das ist mir... Das wird mir mit der Zeit zu anstrengend. So, runter da. Hallo. Und ich wette, der Waffenmeister wird mir wieder dasselbe erzählen. Aber ich bin zu neugierig. Die Kammer enthält einen Schalter. Er kann nur geöffnet werden, wenn das Sicherheitssystem deaktiviert ist.
Jo. Käse. Oh. Man sieht hier nichts. Egal. Geh raus. So. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um. In dieser Zone sind Skylander des Luftelements stark. Ja, siehst du, hätte ich jetzt gewechselt, ne? Hätte ich wieder gewechselt. Hallöchen. Ihr seid verdammt. Ja. Achso, das ist schon mal. Ja. Du hast die Sicherheitskarte. Bring sie jetzt zur Sicherheitskonsole. Ich würde nur mal aussprechen. Da oben ist die Sicherheitskonsole. Aber wir gehen erst zum Seelenstein. Und das ging irgendwo noch mal runter. Da will ich noch mal hin. Seelenstein für. 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 Undurchdringliche Stolperfalle für Wut Wut. Aha. Wut Wut. Oh, er hat einen Fanghaken. Wut Wut. Der ausgezeichnete Krieger. Ach, guck mal, da wollte uns jemand angreifen. Aber jetzt noch nicht. Was macht ihr denn für einen Krach? Seid mal leise. Ich sehe hier nichts. Ich will aber was sehen. Hier geht's doch bestimmt irgendwo zu einem Geheimnis. Ach, guck mal. Gehen wir da rein. Los. Dankeschön. Ja, Burk! Da wurden ihm erstmal die Federchen. Nein! Was ist denn heute los? Los, rein da! Und Federn rupfen! Ach, Menno! Oh! Das sieht man nicht direkt. Mal sehen, was wir hier finden werden. Hallöchen. Nein, böse. Huh. Da kann man springen. Gleich. Jetzt! Huh. Holla, die Waldfee. Nein. Hui. Ja, genau, spring rüber. Sag mal, sonst geht's ja aber noch gut, ne? Mysteriös. Gehe ich erstmal hier hoch. La 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 la. Dun dun. So. Okay. Konzentration. Dun dun dun. Und dann hoch. Runter. Ach, die Musik gefällt mir. Hallöchen! Was kriegen wir diesmal? Oh, ein Zauberhut. Plus 25 Elementarkraft. Ja, damit! Ich liebe seine Hüte. Ich liebe sie. Herrlich. Jetzt hat Sonic Boom einen Zauberhut. Ich find's so geil. Er ist ein Frauenhut. Jetzt noch ein Zauberhut. Der Iroh war aber auch ganz nett. So, gibt es hier noch etwas? Hier kann man hoch. Achso, hier kommen wir dann hin. Okay. Aber sonst gibt es hier nichts mehr, ne? So, da runter können wir nicht. Wäre etwas heiß. Gibt es hier noch was? Nein. Sehe nichts. Mach mal Licht. Licht. Ah, guck mal. Da brauchen wir eine Spitzhacke, um daran zu kommen. An den legendären Schatz.